Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und was müssen wir genau machen? Also ich weiß, dass wir da drauf drücken müssen, aber ich weiß dann nicht, was da passiert. Aktivieren Sie die Konsole, um Zugang zum echten Raketenkontrollsilo zu halten. Ach schön. Nutzen Sie den Hebel, okay. Verdammt, es zu wiederholen. Oh, das sieht nicht gut aus. Ah, zum Glück in der Luft explodiert. Gut, du bist wieder online. Hör zu, Eddie. Wenn du hier bleibst, werden sie dich in deine Einzelteile zerlegen. Du musst jetzt gehen. Ich habe Zielkoordinaten für unsere Außenstelle in Navarro in dein System geladen. Ich will, dass du dort zur Enklave gehst, okay? Verstehst du mich? Das wird eine lange Reise, mein kleiner Freund. Du musst sehr weit und sehr schnell fliegen. Schaffst du das? Ich weiß, dass du es kannst. Sei da draußen vorsichtig, Eddie. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Du versuchst also bis nach Navarro zu kommen. Liegt das nicht im Gebiet der RNK? Whitley hat dich ganz alleine Lofort geschickt. Da hast du ganz sicher ganz schön Angst gehabt, oder? Klingt so, als wäre auch für ihn es für ihn nicht leicht gewesen. Ich denke, Whitley wäre stolz zu sehen, dass du so weit gekommen bist. Komm, wir müssen weiter. Lola. Ja, schleichen wäre eigentlich schon sinnvoll. Energiewaffen nutzen wir ja gerade nicht so viel. Ich mache Schleichen einfach. Da haben wir noch zwei Punkte, die kann ich aus Sprengstoff packen. Es sieht so aus, als wäre die Rakete irgendwo auf der anderen Seite der Kluft eingeschlagen. Sie müssen die Einschlagstelle von Hopewell aus erreichen. Das heißt, wenn sie mutig genug sind, sich in ein atomares Katastrophengebiet zu bewegen. Ja, sie ist in der Luft explodiert, nicht irgendeschlagen. Woran man sieht, dass diese Technik... Naja, die haben ja alles ganz schnell bei Fallout produzieren wollen und nicht so geplant und... Ne? Nee, so war es wie das hier erkunden. Das machen wir einfach in der letzten Folge oder so, also wenn wir die Story durch haben. Wir müssen also die Kluft. Aktivieren Sie den Aufzug des Raketen und geben Sie sich in die Kluft rein. Jetzt wird es, glaube ich, schwer. Klappen super. Die 60er sind ja nicht schlimm. Eher ganz ungesund an. Fuck. Wieso habe ich mich darauf nur eingelassen? Wo ist der Knopf? Na wunderbar. Aber das ist mal eine abwechslungsreiche neue Szene. Aber wenn es zu schwer finde, wieso ihr den Sachladen? Wunderbar. Ich werde sterben. Geil. Ist schön.
Mann, ey. Was? Das war meine Quest. Überleben Sie die... Ist mein Spiel abgestürzt? Oh, Fallout ist abgestürzt. Fallout ist nicht mehr. Evil Wolfen ist bei 88%. Das kommt übrigens dann bald, ne? Ich hab's eigentlich noch vor, 2016 zu bringen. Evil Within. Das wäre so ein schönes Let's Play, was man zu Halloween starten könnte. Jetzt geht Fallout New Vegas nicht an. Das ist natürlich super. Super und fast praktisch. Ich muss Steam neu starten, glaube ich. Ja, mein Ziel ist es eigentlich gleich diese Quest hier zu machen halt. Die Kluft zu betreten, ja, und möglichst, also eigentlich hatte ich vor, die ganze nächste Quest zu starten. So. Und jetzt wollte ich noch gucken. Ich wollte nämlich eigentlich währenddessen den Download von Evil Within weiterlaufen lassen. Da fehlen jetzt noch 4 GB. Genau. So, jetzt wollte ich nochmal nachgucken, was ist. Alle. So. Aua. Ja, nee, ist klar. Ja, ich kann jetzt eigentlich schon wieder aufgeben, weil ich bin jetzt gleich schon wieder tot. Das ist ein bisschen zu schwer, ganz im Ernst, gerade mal, Leute. Das ist ein bisschen zu schwer. Vor allem, wenn da halt schon die nächsten Dinger dann schon wieder kommen direkt. Wie soll man das schaffen, bitteschön? Ich habe auch kein Jet, wo ich das jetzt irgendwie mit, ich kann Wedex nehmen. Haha. Wow. Ja, genau, dann mache ich auch noch einen Fehlschuss. Ich werde viele Stimpaks hier verbrauchen. Aha, viel Spaß. Das wird niemals klappen können. Du bist nicht denn so langsam, Mann! Ah! Ja, muss ich jetzt so machen, sonst bin ich zu langsam. Dann habe ich wirklich 0-0 Chance. Ja, geil.
Sorry, aber diese Szene ist einfach mal zu brutal. Nicht für einen normalen Menschen machbar. Das kann nicht klappen. Ja, jetzt komme ich wieder nicht aus dieser verfickten Ecke raus. Also wer macht denn so eine beschissene Scheißszene, Mann? Na, kein AP habe ich natürlich auch nicht. Im Ernst. Er macht hier so eine hurenverfickte Missgeburtenszene. Meine Fresse, ey. Was muss ich jetzt machen, wenn ich in irgendeinen... Verfickter Hurensohn. Die fällt auch so. Ach, meine Güte, es geht ja mal. Mit dieser Explosion, ne? Oh, ein Stimpack. Oh, noch ein Stimpack. Und noch ein Stimpack. Wieso nehme ich das aufbereitete Wasser nicht mit? Was ist das? Ein Reparatursatz, oh. Ein Schreibtisch. Das Geld, 20 Brille. So. Ups. Ich glaube, hier ist die Rakete, naja, sagen wir mal, ein bisschen schief gegangen. Ich gucke in einen leeren Werkzeugschrank rein. Das ist ja fast sinnvoll. Erfordert Schlüssel. Ein schweres Terminal. Remembering. Tja. Schloss entriegeln. Was habe ich hier? Mehr Seitenräume. Oh, ein zerstörter Dura-Frame-Augenbot. Zwei SW. Oh, nice. Es gibt 5 Upgrades. Ah ja, das ist gut. Convert into Power Armor. Yes. Aha. Nice. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt, dieser Raum. Nee. Bogenschweißgerät, so heißen die Teile. Ich pack die erstmal mit Überladung rein. So, die funktionieren ganz praktisch. Nicht schlecht. Was? Versorgungsstelle zugreifen. Ach schön, das ist wieder so ein Händler. Ja, sowas habe ich ja schon. Eine Kettensäge ist auch nur für Geld. Die Hülsen kannst du gerne haben. Genau wie dies hier und dies hier.
Munition, habe ich da auch noch welche, was ich brauche? Jetzt hier Millimeter, Mikrofusionszellen, Raketen. Ja. Erstmal akzeptieren. Stimpaks, genau. Stimpaks zur Autoinjektion. So, dann haben wir wieder. Right away kann ich auch natürlich immer gebrauchen. Sonstiges. Munition, Panzerbrechende, normale 308er, plus 50er Panzerbrechend. Was habe ich denn jetzt gekauft? Elektronen-Akku-Überladung, normale Elektronen-Akkus. Jo. Dann habe ich da wieder Munition hier, ich habe Raketen. Und Idi hat auch noch Sachen, oder? Die ich verkaufen kann. C4. Ein anderes Nagelgewehr. Viele, viele Raketen. Und ein Tristar-Lasergewehr. Erstmal das C4. Und, ja, ja. Okay, den Rest kriegt Edi dann wieder. Also hier das und die Raketen. Den Rest brauche ich ja schließlich selbst. Nee, das auch nicht. Genau. Weil fällt mir ein. Ich könnte. Ja, doch, ich nehme die Patienz ja dafür. Idi kann mir das Sachen reparieren lassen, einmal pro Tag. Mit dem 3,8er Schraubenschlüssel und dem kleineren Bohrer wäre dieser Waffenrepertoire einfacher. Senkt den Energieausstoß mit 0,24, um mehr Munition für Energiewaffen mit gleicher Qualität zu bauen. Interessant. Ein Autodock. Ja, nice. Genau wegen solchen Sachen habe ich halt das Gefühl, dass, ich sag mal, dieser DLC nicht so wahnsinnig schwer ist. Das ist nur der Eingang, ne? Hier geht's runter. Was ist denn da unten? Oh, Alter, hab ich mich weggehauen. Ich will einen heilen haben. Achso. Achso, oder zwei Heile, weil die viel wert sind. Mich gerade richtig weggehauen vor Schreck. Bevor wir da reingehen, will ich erstmal hier gucken, ob es hier irgendwo weitergeht. Geht es nämlich? Es geht hier nämlich runter. Ich. Ach, schön, wow. Da unten ist wieder ein weiter Weg. Ich dachte, da wäre nur noch der Krater. Das ist natürlich nicht so ideal. Was haben wir hier? Bitte lass es irgendein Raum mit Sackgasse sein. Es ist ein Raum mit Sackgasse. Das ist zumindest was Positives. Das ist ein ziemlich sinnloser Raum. Es sei denn, du bist jemand, der alles selbst baut. Dabei könnte ich mich mal vollhauen mit diesen Essenssachen, damit mein Hunger wieder mal weggeht. Ich weiß ja nicht, wie stark mein Hunger ist. Durst habe ich auch. Jetzt muss ich nur noch nach oben wieder. Da
war nämlich dieser eine Raum, wo ich ja noch rein wollte, beziehungsweise durch wollte. Das ist der Ausgang, naja. War das denn? Ein Terminal? Für Washers. Natürlich ist das richtig. You don't really wanna fuck with me. Riegeln. Was ist denn hier? Oh, hallo. Quaken. Psycho könnte ich auch mal für manche Situationen, glaube ich, nutzen. Vorkriegsgeld. Nichts. Der ist leer. Noch mehr Vorkriegsgeld. Okay, unwichtig. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Gut, dann gehe ich doch wohl nach unten. In der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.